Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren und für mich für heute auch letzten Folge ETSVO. Also für euch natürlich auch, weil dann für euch kommt ja als nächstes dann wieder mein Test. Für mich ist aber noch ein bisschen Zeit hin. 2 Wochen oder so. Mal gucken. So, was machen wir denn in dieser Folge? Auf jeden Fall erstmal unseren Auftrag zu Ende fahren. Da sind wir schon fast da. Wir haben irgendwie 3 Stunden oder so. Brauchen wir noch? Also in-game. Okay. So. Pendeln können wir nicht, auch wenn wir es eigentlich müssten, aber egal. Demnächst rechts abbiegen. Wow. 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 Weißt du was? Wenn der Kunde deine Lieferung erwartet, dann wollen wir ihn natürlich auch nicht warten lassen, ne? Setzt euren Motorradhelm auf. Es wird cruisy. Achso, halt, halt. Erstmal hier Musik. 3, 2, 1, bumm. Der Punkt war das Bumm. Und das OGG ist jetzt hier. Oh mein Gott. Grief Gott. Oh mein Great Gott. Grüß Gott. Oh, grüß Gott. Oder so ähnlich. Mit E konnte kein direkt feuern. Aber sowas von direkt feuern. Alter, konnte keinen Auftrag finden. Und wie viel Schulden hat er gemacht? Die Kosten für Kraftstoff und nicht hingucken. Minus 3. Das wird direkt vom Gehalt abgezogen. Das kann er aber wissen. Also Trockenbrot kann er haben, aber das Wasser wird heute gestrichen. Können wir uns nicht mehr leisten. Oh, da vorne kommt eine relativ enge Kurve. Ich sollte bremsen, ne? Soll ich bremsen? Ja. Ist noch Verkehr. Immer geradeaus. Noch mehr Gründe zu bremsen oder einfach weiterzufahren, obwohl da Gegenverkehr kommt. Was zur Hölle tue ich hier gerade? Oh mein goodness. Warum fährt er so langsam? Achso, weil hier 40 ist. Wie könnte denn auf sowas kommen? Dass bei so einer Kurve nur 40 ist. Oh, schöne Züge. Ist das hier so ein kleiner Industriebahnhof oder was? Das stimmt jetzt. Oh, Alter, was ist das denn für eine Anlage? Holy Mother of God. Ja, gut, wir müssen mal speichern, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wenn ich also Zeit verplempe. Alter, hier ist ein Atomkraftwerk. Kann man hier reingucken? Nee, ne? Nee, kann man nicht reingucken. Ist einfach nur grau. Oder gar nichts. Aber wie cool, Alter. Richtig. Oh, jetzt fährt sogar hier lang. Gut, so würde man es im Echt wahrscheinlich nicht bauen, weil so eine Doppelweichen halt unendlich teuer sind. Da würde man wahrscheinlich eher die versetzt zueinander aufbauen. Vor allen Dingen sind solche Dinge auch sehr fehleranfällig. Weil du halt hier hast halt Doppelzungen und die sind halt, wie gesagt, super fehleranfällig. Also, und halt wie gesagt teuer von der Produktion her. Aber cool, ist noch ein richtiger kleiner Industriebahnhof. Gut, ohne Bahnsteig. Fällt euch gerade mal so auf. Also sehr, sehr, wie ist das? Sehr behindertenfreundlich ist das auf jeden Fall nicht. Barrierefrei, genau. Sehr barrierefrei ist das nicht, aber schöne Aussicht. Obwohl, hier fahren eh keine Personenzüge lang, ne? Worauf will man hier warten? Dass in der Mitte da irgendwann zukommt und man über alle Gleise drüber klettern darf. Lol. Wobei die Züge hier eh nicht den Anschein machen, stehen zu bleiben. So mal die Züge auch gar nicht den Anschein haben, Personenzüge zu sein. Bäh. Wo ist dieser Bahnhof da? Macht überhaupt keinen Sinn. Yay, wir haben wieder was gefunden, was keinen Sinn macht. Obwohl, auch sind Personenzüge. Aber sie halten halt nicht an. Ich finde dafür, dass man bei dieser freien Kamera
mehr Geschwindigkeitsstufen haben sollte. So ist das zu langsam, so ist das zu schnell. Was geht's denn hier lang? Ich sehe gar nichts mehr. Wow. We found it. Meine City. Hier wohne ich. Bei PNG Town. Oder JPEG Town. Also ganz ehrlich, das hier so mit dieser traurigen Landschaft, mit den paar Bäumen im Hintergrund und so dem einen Gleis, was hier so lang führt, ich fühle mich gerade wie in dem allerersten Microsoft Train Simulator, der noch für Windows XP oder so rausgekommen ist, ja. Also 2004, glaube ich, kam der raus. Oder 2006, irgendwie so in dem Dreh. Aber genau so eine Grafik hat das Ding hier. So super einfach. Ja, die Brücke schon zu detailreich. Sowas konnte sich Microsoft damals nicht leisten. Ja, gut. Dann haben wir mal. Damit unser Kunde die Ware auch rechtzeitig erhält. Let's go! Womit? My lady? Ich bin für alles offen. Und du... Okay. Ach ja, hier ist der Aussichtspunkt. Oh, leider haben wir dafür keine Zeit. Wobei wir... Ach, guck mal! Ja, siehste. Hätten wir gleich ein Foto machen können hier. Also von unserer LKW natürlich auch. Guckt ihr euch an. Ist ja nicht traumhaft. Oh, dieser wunderschöne... Wie kann man hoch? Sehr geil, sehr, sehr geil. Ne, voll langweilig. So, das hier müssen wir fotografieren, ne? Ne, was müssen wir fotografieren? Hä? Was müssen wir fotografieren? Ach, da! Doch, da! Hä? Ah! Gut, dann geh ich mal ein bisschen... Warte mal kurz. Kann man hier so einen schönen, natürlichen... Okay, wenn ich jetzt in den LKW reingehe, geht das sehr gut. Gut, also ich stehe jetzt hier am Straßenrad, ja? Und mache jetzt hier so ein Foto von dem... Das sieht doch gut aus. Doch, das sieht geil aus. Vielleicht noch so ein bisschen hoch. Wird gleich noch geiler. Schon geil. Tja, ließ ich das Ding auch noch mitnehmen. Aber dafür haben wir halt keine Zeit. Verdammt. Ach doch, komm, schaffen wir locker. Okay, lass uns eine neue Route finden. Das Spiel klingt ein bisschen übersteuert, ne? Da unten dieses kleine Modell. Voll süß. Alles so schön rustikal und alt und... Ist schon geil. Tja, so Glück ist unser LKW so quer geparkt, damit passt er relativ gut ins Bild, ne? Kann ich hier raus? Ah, sieht gut aus. So, jetzt muss man aber Speed gehen mir. Denn unser Kunde erwartet die Ware in 3 Stunden auch, passt ja. Schaffen wir locker. Aber wir müssen auch pennen.
Und das wird dann schon eher kritisch. Von daher, let's go! Direkt sympathisch. Oha. Witzige Bemalung bei der Leitplanken. Ey, ich will mir gerne hier alles angucken. Auch die Häuser hier. Alter, wie geil. Oh, das ist eine richtig coole Gegend hier. Ach, Mann, ey. Eine Kurve, die fahren super langsam. Wir haben Gegenverkehr. Das Spiel ist gegen uns. Egal, wir brauchen bloß noch eine Stunde. Sollten wir also locker schaffen. Sehr idyllische Gegend hier. Ernsthaft? Are you fucking kidding me? So eine Straßenführung und ist noch Regen? You must be joking. Das ist nicht cool. Oh, Blitze. Sieht schon geil aus. Ja, ich weiß. Aber das heißt, wir wissen, dass wir jetzt noch 2 Stunden haben, ne? Ja, genau.
Ja, yeah, Straße frei. Oha, Nebel und ich werde müde. Na super. Wir sollten uns also definitiv beeilen. Rass im Regen. Läuft doch. Natürlich muss der auch nach links abbiegen. Was ein Wunder und so. Das Wasser wird sie beeilen. Ah, nee. Straße ist voll. Ach, fuck, Alter. Boah, Alter, der Nebel ist ja richtig dicht jetzt. Boah, Alter. Du bist ja blind. Warum ist der Bildschirm so hell? Gut, vielleicht weil es hier draußen überall dunkel ist. Ja, siehst du, wenn der Bildschirm so schon so hell ist, weil überall Laternen sind, da geht es einigermaßen. Aber gerade in so einer richtig dunklen Umgebung, wenn dann nur noch Blitze kommen. Ja, ich habe Stromoseffekt hier. Gut, da vorne ist zum Glück schon das Ziel. Alter, jetzt mach doch mal alleine hier. Achso, du kannst abbiegen. Ich weiß, dass ich müde werde. Ich werde müde von der ganzen Scheiße. Freie Bar mit Marzipan. Oh, hier ist nicht mal ein Bett uns in der Nähe, ne? Da ist nur eine Tanke. Scheiße, jemand da. Super, jetzt nicht mal ein Bett in der Nähe. Mach auf jetzt. Da kommt wie ein Verkehr. Die wollen auch rufen ins Bett. Ihr endet gleich alles, weil ich einpenne. Das ist nicht gut. Wir brauchen eine Werkstatt, wir brauchen ein Bett, wir brauchen einfach alles. So, erstmal Bestandsaufnahme. Da hinten ist ein Bett. Das ist schon mal gut. Und Werkstatt? Da gibt es halt gar keine, ne? So, überhaupt keine. Achso. Warum ist der Fahrzeug nicht angezeigt? Ah gut, gibt es trotzdem keine. Halt. Hey, Alter, da hinten! Alter, verarschen? Junge, was? Ja, nee, ist klar. Nee, ist klar. Gut, dann fahren wir am besten hier hinten zu der. Hier ist Autobahn, damit wir schneller gehen. Alter, what the fuck? Mach auf! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Auf doch! Oh mein Gott, Mist! Hey, da! Straße frei, Straße frei, gut. Hat er doch die Wegpunkte richtig rum gemacht? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht! Kann ich hier rein? Also muss ich da nach rechts abbiegen. Ich muss ja nur pennen gehen und penne gleich ein hier im Dings da uns dann und oh, Schild ist weg. Ich weiß, dass ich müde werde. Dieses Spiel macht mich so. Ich kann nichts dafür. Warum ist er nicht aus? Na gut, kriege ich so viel. Na egal. Vorschriften. Also Schriften wie sie vor. Los, hier vorbei. Warum fährt er so langsam?
Was davon ist das Bett? Nur nicht einpennen, nur nicht einpennen, nicht einpennen. Nein. Sag es dir, böser Junge. So, wo kann ich hier pennen? Einfach rauf, so drauf zu fahren? Da war eine Straße? Oh fuck my life. Oh. Warum war da nicht. Ach ja, hier war ja klar. Ich dachte, weil hier. Weil hier so Punkt ist, dass die Straße einfach hier so einen Knick macht und hier dann einfach alles Parkgelände ist. Dass das einfach hier eine. Dass das quasi hier mit zur Einfahrt gehört. Versteht ihr, wie ich meine? Ist auch egal. Hey! Oh! Oh, mein Auflieger fährt aber gut. Alter. Oh, Alter. Das ist aber nicht gut. Ich will doch Geld verdienen und nicht Geld ausgeben. Wie fahren wir eigentlich aktuell? Achso, wir haben komplett genau. Na gut, ich sag mal so, wenigstens. Okay. Ich wollte gerade sagen, wenigstens kann der LKW noch fahren, aber kann er nicht. Ah, scheiße, die Wand dann. Ja, ja, ist ja gut. Nochmal 2000 Euro. Leg mich am Arsch. Gute neue Berechnung. Das wird teuer. Das wird teuer und das noch vor der Steuer. So, Wartung. Boah, Alter. Und schon sind wir wieder arm. Wir haben Geld verloren. Wir haben immer noch 93.000. Ach ja, der hat auch noch die Zeit vorgesprungen. Stimmt, da haben wir gerade geschlafen. Dann haben wir gerade in der Zeit schon alleine so viel Geld wieder verdient. Lol. Ja, läuft doch. Ach ja. Hä? Wir haben einen zurückgezahlt und müssen immer noch 10.000 zahlen? What the fuck? War das schon immer so? Oder ist irgendwas kaputt? Egal. So, wir sind repariert. Können wir eigentlich irgendwas machen aktuell? Auflieger-Konfigurator? Was können wir da alles machen? Okay, da gar nichts. Hier auch nichts. Hier könnten wir es mittlerweile. Oh ja, den Vierachsigen holen. Aber ganz ehrlich, mit einem Einachsigen. Also, wenn der LKW vorne nur eine Achse. Also, der LKW hinten, aber für den Auflieger vorne nur eine Achse ist, bringt den Vierachsen sowieso nichts, weil dann bricht der LKW komplett durch die Erde. Auch bevor hier hinten die vier Achsen auch nur annähernd ausgelastet sind. Außer man packt alle schweren Sachen komplett nach hinten im Auflieger. Aber ganz ehrlich, das ist dann halt auch eher so stupid. Was wir eher machen könnten, wäre zu gucken, dass wir mal einen richtigen Kühlauflieger haben. Weil aktuell haben wir ja noch so einen trockenen Frachtauflieger, ne? Wie teuer wäre denn so ein Kühlbox isoliert? Isoliert mit Seitentür, 52.000. Gekühlt, 62.000. Ah, das schmerzt. 82.000. Eieieiei. Ist ja die Frage, wollen wir das machen? Was hat der Kinder vorgehabt? Hä? Oh, da hatte ich auch schon die Dinger hier gehabt. Okay, lol. Stimmt. Wusste ich gar nicht mehr. So, was hast du gekühlt? Seitentür. Nee, da. Das ist mit 82.000. Ist das natürlich schon richtig heftig am Arsch, ne? So, gucken wir mal. Wir haben jetzt erstmal wieder ein paar Mitarbeiter. Wir müssen mal wieder ein bisschen Geld bei uns in unsere Liebe stecken. Ja doch, die machen, also technisch machen die halt einfach am meisten Sinn. Da kann man schön viel Sachen verstauen. Das passt schon.
Ansonsten. Ne, ich nehme die. Passt besser, weil die Reifen ja auch sehr stark bemalt sind. Und dann passt es zum Gesamtbild. Zum Gesamtlook, wie man es nennen möchte. Passt dann doch tatsächlich besser. Hier will ich noch überlegen, ob wir nicht vielleicht das hier nehmen sollten. Hat so eine scheiß Beleuchtung. Ist aber schon geil mit so einer Hebebühne, ne? Das kostet aber nochmal 2000 Euro. Weil hier haben wir bloß noch dieses Ding, was aber durch das Rosa extrem kacke aussieht. Also leider nein. Hier nehmen wir auch nichts. Was ich aber noch gerne noch nehmen würde, ist das hier. Haben wir sowas auch schon bei dem anderen LKW? Also bei unserem LKW? Ja, gute Frage, ob das sowas überhaupt hat. Hä, wieso rechts? Da, so rum. Ah, zu teuer. Let's go! LKW-Konfigurator. Kann man hinten auch solche Dinger ranklatschen? Mit der Beleuchtung nämlich, glaube ich, nicht, ne? Nee, kann man nicht. Na gut. So, was kann man sonst bei dem LKW so machen? Ah. Na, nö, muss ich nicht. Nö, passt so eigentlich, ne? Kann man so laufen. Okay. Dann haben wir jetzt einen modernen schicken Auflieger. Alles, was bei dem Auflieger noch fehlt, ist die vierte Achse, aber die bringt halt wirklich erst dann was, wenn wir vorne bei dem Auflieger, also beim LKW, zwei Achsen haben. Oder halt eigentlich erst, wenn die vier vorne drei Achsen haben. Was? Oh. Willkommen in der Schuldenkrise. Hä? Wir haben jetzt gerade was bezahlt und haben aber immer noch eine von 35 Was soll jetzt hier gerade los? Whatever. So. So, ist ein bisschen sehr nah. So, dann speichern, machen wir in die 2. So. Nein, ich wollte das hier. So, schnell speichern. Alter, voll hell. Ja, hier ist auch einfach nur alles weiß. So, cool. Dann haben wir jetzt 4400 Euro Schulden. So kann man das Let's Play doch perfekt beenden. Und wir können auch keinen Kredit mehr aufnehmen, weil Kredit ist halt auch komplett. Einfach. So komplett.
Ey, weil ich sehe gerade, wir könnten hier natürlich hier noch so 10.000 annehmen. Jetzt war zumindest keine Schulden mehr. Aber ganz ehrlich, die Schulden sind sowieso in 0,x wieder raus. Also, von daher. Gut, dann, was soll das mit der Folge auch gewesen sein? Das stimmt, war ja für heute die letzte Folge, ne? Oh, passt ja. Easy. Das heißt, alles abgeschlossen. 16 Folgen. Passt alles. Das ist doch sehr, sehr praktisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, dann. Man sieht sich zu MyTest wieder oder zu ATS oder was auch immer ihr als nächstes guckt. Bis dann.